Guten Morgen, Hampi. Du bist gestern zum beliebtesten Kandidat gewählt worden und hast die Challenge gewonnen. Wie stark hat dich das motiviert? Ja, da hat mir natürlich einen unheimlichen Schub gegeben. Die Challenge. Mit dem hätte ich jetzt wirklich nie gerechnet. Und der zweite Aufsteller war meine Tochter, die die Plakate aufgegeben hat. Mit dem hätte ich auch nie gerechnet, wo sie ja darf nach der Regel. Und der dritte Aufsteller sind natürlich die Bohnen mit ein bisschen Soße. Und das hat mir das Leben gerettet. Weil am Morgen bin ich drauf und trage sie zum Wickel verwerfen. Wegen dem Essen. Ich habe ja gewusst, dass sie extrem ist. Aber wegen dem bin ich drauf und habe ich Morelli bekommen. Und zum Glück beiss sie auf die Zehe. Längere mehr. Wie schwer ist es dir gefallen, um nicht mit deiner Tochter zu kommunizieren, wo so ein herziges Plakat für dich gemacht hat? Ja, ich habe brüllt. Aber er hat noch mehr brüllt im Auto. Monika hat auch brüllt. Aber das sind Emotionen, das ist normal bei der eigenen Tochter. Mal. Das war ein Aufsteller. Und bleibt dann auch. Jetzt bin ich froh, dass ich gestern nicht aufgegeben habe. Weil jetzt zieht ein Dürre voll Dürre. Ist gleich was passiert. Dein grösster Fan scheint wirklich deine Tochter zu sein. Sie hat uns bei Facebook auch noch eine Nachricht für dich hinterlassen. Sie hat geschrieben: Papa, jetzt gib alles. Will dich morgen nochmal an der Challenge sehen. Ruhm ab, Hampi. Neben dem Ziel, Rauch aufzuhören, wirst du für sie den Mini Hai holen. Ja, das ist sicher das Ziel. Und mit dem Rauch habe ich es sehr gut. Und ich habe es am Ding versprochen, am Jonas. Er hat gesagt, ich muss ihm versprechen, wenn er rausging, dass ich nicht mehr rauche. Und jetzt bin ich ganz sicher auf dem richtigen Weg und ich habe es auch nicht vor, um wieder rauchen. Und eventuell hat die Freundin auch noch aufgehört. Also, die 3 Tage, wo ich jetzt hier drin bin, ohne Rauchen, gehen eigentlich gut. Aber ich habe noch nie, die letzten 15 Jahre, nie am Stück 3 Tage nicht geraucht. Also, ich bin auf dem richtigen Weg. Und den Mini nehme ich mit heim für die Töchter und den Mini nehme ich mit ins Rintel. Jetzt hast du recht. Das war eine klare Kampfansage von dir, Hampi, dass du den Mini mit heim nimmst. Wie viel grösser schätzt du die Chance jetzt ein, jetzt wo der Jonas ausgezogen ist? Ja, das ist natürlich ein riesen Sprung nach vorn. Weil er hat für mich schon als Favorit gegolten, von Anfang an eigentlich. Er ist ein guter Mensch und alles. Und Monika ist auch ein guter Mensch. Und ich bin sicher auch ein guter Mensch. Aber durch das, dass er gesagt hat, er ging raus, ist ein Riesensprung nach vorne für mich. Für mich vor allem, für mich. Weil ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme.